Wir sollten jetzt den Navigationspunkt 1 aufsuchen. Wir sollten eine günstige Strömung nutzen, um uns anzuschleichen. Lautlosigkeit ist jetzt gefragt und keine Motorengeräusche. Melden sich Van der Waals Wachhunde, die alte Garde. Okay, Boss. Habe eben Lieutenant Piccolini und Lieutenant Harper gesagt, sie sollen Van der Waals Leute ablenken. LaGrange an Commander. Flint, ich hole die Codes. Du musst mir den Rücken frei halten. Verfolge das markierte Objekt. Flint,
hab die Codebücher. Leider musste ich deutlich werden. Ich bring noch Besuch mit. Vorschlag, die wohl an und weg. Flint Baby, ich hab da was Großes auf dem Schirm. Was richtig Großes. Flint, du Nachgeburt einer verwesten Schleimanemone! Klubas! Schnappt euch, Flint! Schnappt den Sack, der euch eure Privilegien zerstört hat! Der eure Vormachtstellung zerschlagen hat! Kocht ihn, bis sich sein Fleisch von den Knochen löst! Yeah! Ziel zerstört! Lichtsüße, sie ist abgekämpft aus. Hey, das ist mein Mitleidslook für coole Bargirls. Du siehst ja auch nicht mehr so frisch aus. Ich hoffe doch auf eine Spezialbehandlung nach Ladenschluss. Baby, nichts lieber als das. Nur nach einer Spezialbehandlung von mir bist du fertig für den Rest des Jahres, Süßer. Wow, wenn ich nicht so reinen Herzens und unschuldig wäre, bekäme ich jetzt einen roten Kopf. Wenn du reinen Herzens wärst, Fremder, würdest du hier nicht solche Sprüche klopfen. Flint, dich schickt die Vorsehung. So weit würde ich nicht gehen. Es war nur Sig Leiser, einer meiner Wings. Egal, wir haben einen Frachter bei den Cold Vents. Wird gerade beladen und soll eine Menge hochkonzentrierten chemosynthetischen Eiweißes nach Neopolis bringen. Du weißt, Schwefelbakterien, Krebse, Muscheln, Rifftier und eine Menge Fische, die am Ende dieser Nahrungskette stehen. Das Eiweiß wurde zudem gentechnisch hochgepusht, denn wir haben Viren mit einer speziellen DNA dort eingeschleust. Die lieben Bakterien produzieren jetzt menschliche Hormone, pure Medizin und sogar Trimethylaminooxid, TMAO. Hölle, was ist denn das für ein Zeug? Was weiß ich. Damit können sich Proteine unter hohem Druck korrekt entfalten. Macht sie stabiler. Der medizinische Nahrungszusatz. Also was ist? Hilfst du mir? Sicher. Und deine Credits werden mir helfen. Flint, chemosynthetisches Eiweiß ist immer noch äußerst kostbar. Deine Aufgabe ist es, den Frachter sowie die Abbaufahrzeuge zu bewachen. Yeah!
deinen neuen Kontostand anschauen. Guter Einsatz. Tausend Dank. Die Ladung ist gerettet. Das war eine wichtige Mission, Flint. Immer wieder gar. Du hast ja meine Kontonummer. Vielleicht treffen wir uns wieder. Sicher. Wie heißt es so schön? Ganz Aqua ist ein Goldfischteich. Ich werde jetzt die Ladung nach Neopolis bringen. Dein Einsatz hat vielen verwöhnten und reichen Neopolis-Feinschmeckern das Leben gerettet. Gute Arbeit, Leute. Danke, Sir. Jetzt haben wir die Dateien. Was nun? Commodore Sewell wird sie in Empfang nehmen. Ich habe allerdings einen anderen Job. Admiral Cox versicherte mir, dass du mir helfen wirst, Flint. So bin ich. Selbstlos und ohne Furcht. Nebenbei hat er ja uns, seine Wings, die ihn gern aus jedem Schlamassel ziehen. Da bin ich mir sicher. Also, Van der Waals Leute bauen im sogenannten Teufelsdreieck zwischen Florida, Bermuda und Puerto Rico illegal Methanhydrat ab. Ihr wisst, ein hochgradiger Energieträger. Bewacht wird diese Aktion, die energiearmen Aquatorien Milliardenschäden einbringt, von der ehemaligen Entropol unter der Führung Christina Lloyds. Unser Werkschutz kann gegen Lloyd nichts ausrichten. Deshalb wende ich mich an euch. Die ehemalige Entrox-Polizei ist uns immer noch zu schlagkräftig. Rein und raus. Du willst Lloyd. Wird schwierig sein, Flint. Dein erster Job ist, finde die Cape 4. Einen Frachter mit starker Bewaffnung. Zerstören. Ihr Commander ist Lloyd. Achtet auf die Hydratfelder. Möglichst keinen Beschuss, wenn ihr in der Nähe seid oder ihr kriegt den Arsch gegrillt. Und sieh dich vor den Scouts und Bombern der alten Entropolgarde vor. Die Cape 4 wird gut bewacht. Wenn ihr fertig seid, kommt hierher zurück. Erzähl mir was über Methanhydrat. Ein verrückter Stoff. Ein Kubikzentimeter des brennenden Eises speichert bis zu 170 Kubikzentimeter stinkenden und energieliefernden Methans. Es kann plötzlich zu Ausgasungen kommen, was die Schwimmeigenschaften der Boote stört. Internationale Konventionen wollen den Abbau nicht in privater Hand lassen, sondern arbeiten an einem aquaweiten Förderprogramm, das die gerechte und kostengünstige Verteilung dieser wertvollen Substanz sichern soll.